Auf die Botlane, ne? Klatsch, klatsch. Du bist doof, ich bin nur ein bisschen doof. Das ist Duke Q. Schrammer, wenn du Diamond bist, spiel ich bitte Duke Q. Das Versprechen kann ich so abgeben, weil ich bis 2030 nicht damit rechne, dass du Diamond wirst. Also no hate. Ne? Wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, dann, dass du dich immer gut stellen solltest mit Asiaten. Sonst kommen die und stechen dich ab. Kannst du tanzen? Mega gut. Ich habe 10 Jahre lang in einer Samba-Tanzschule mitgetanzt. So einen geilen Arsch. Tanze Samba mit mir, tanze Samba die ganze Nacht. Und so Songs. Und dann brasilianische Chicas um mich rum, ne? So, hallo erstmal in die Runde. Gehen wir nochmal den Stream, den League-Part. Sehr gerne, Segelschiff. Ich bin auf deiner Seite. Kennt man dich? Halt! Nee. Nein. Kennt man dich? Ist übrigens ein sehr schlechter Start für unsere Beziehung. Da bin ich sicher. Jin oder Ezreal? Könnt ihr euch aussuchen. Jin oder Ezreal? Wollt ihr sehen? Jin oder Ezreal, Leute? Jin oder Ez? Okay. Das war jetzt sehr eindeutig. Aber spiel mal mit Hail of Blades. Spiel mit Hail of Blades. Einfach so. For the Lutz. Lass halt mal so spielen. Let's try. For a second. Max, ich weiß nicht, warum spielst du sie nie? Das ist nicht so mein Fall. Außerdem ist die tatsächlich stark. Wenn jemand fragt, Brücke, warum bist du nicht Challenger, muss ich immer sagen können, ich spiele einfach nicht die richtigen Champions. So Borg und meine eher auf Ashe gehen. Hä? Geh Essence Reaver, geh Trinity Force. Und das spielt einfach keine Ashe. Warum rede ich mit dir über Ashe? Ashe ist nicht so gut. Aber du kannst Ashe spielen. Aber ist nicht gut. Wir haben jetzt Kayn und Kassadin. Das heißt, wir gewinnen Mitte Jungle relativ easy. Es sei denn, Segelschiff. Naja. Also alles sollte man easy gewinnen, die Runde. Poppy ist komplett useless hier. Ich weiß nicht, warum man Poppy pickt. Die macht halt von vorne bis hinten nichts. Die kann nicht den Q von Kayn abhalten. Ist jetzt nicht so der Dream. Der Botlane tradet unheimlich gut und unheimlich hart. Der macht halt minimal mehr Damage so. Also ich glaube, der Damage ist aber nicht ausreichend gut. Also ich glaube, ich würde immer Fleet Footwork präferieren. In so eine Lane rein sowieso. Aber ist egal, ne? Ich sag auch Folgendes. Wer bei TFT Tanks und Elementals forcen kann, der kann auch schon mit Hail of Blades spielen. Glaubst du, wenn du das, wenn du dich anstrengen würdest, Worlds spielen könntest? Nee. Ich glaube, ich könnte über Türkei oder Russland könnte ich Worlds spielen, ja. Aber, I mean, sehr, sehr viele Menschen könnten über Türkei oder Russland Worlds spielen. Ist es hart? Muss groß sein, ne? Groß ist gut. Kein klassischer. Oh Gott. Warum trade die Kaiser mich nicht? Xayah? Nee, jetzt nicht im Nachhinein pingen, weil du nicht verstanden hast, was passiert ist, Bruder. Was free, lol. Ja, genau. Ich trade einfach in die Xayah rein, ne? Mit 1000 Autotext. Danke dafür. Haben wir doch, oder? Haben wir doch. That's something, boys. Wir spielen mal, glaube ich, Armor Pension hier, oder? Ich bin für Armor Pension zu haben. Hier steht natürlich terrible. Ich habe mit dem Level 2 oder Level 3 Gank hier von dem Kayn habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. So weird, so random auch. Links Novel könnte Welt spielen auch nicht. Unsere Leistung im Competitive ist nicht groß unterschiedlich, to be honest. I guess er ist besser, aber er ist der bessere Spieler for sure. Aber nicht, er kann nicht Worlds oder LCS oder sonst was spielen. Beziehungsweise er könnte probably, aber bräuchte extrem lange, um sich zu akklimatisieren. Das hat actually zu einem Kill geführt. Witzig, sehr witzig. Das muss nicht sein. Da freut sich die Nami, ne? Hat direkt mal einen Emote rausgehauen, nachdem sie geflasht hat. Die kleine Beta, die sie ist. Die werde ich mir noch ein bisschen unter den Nagel reißen, muss ich sagen. So, Granate ist drin. Hammer, schön. So, sind Stufe 5, bisschen overleveled. Muss ich sagen, der Enemy Jungler ist ein bisschen aktiver als unser Jungler. Okay. Da habe ich anscheinend ganz kurz die Aggro tanken müssen. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wo dein Emote ist für dich, Witzen, du kleine. Das klären wir noch, die Wave. Und dann gehen wir Base. Ist hier leider Alligator. Sehr entspannt. Muss ich sagen, ist sehr entspannt. Also ein Smurf zu haben, ist einfach sehr, 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 sehr hübsch. Also wir spielen so, bin echt angeschwipst, ne? Aber ist genau mein Niveau. Schön damit 3, damit 4. Man ist auch entspannt. Ich tilt hier nicht weg, ne? Kriege ich noch einen Schluck. Und Hell of Blades stehen, einfach nur so. Hat keinen Grund. Hat legit keinen Grund. Ist nicht gut. Oh, ein saftiger 4-Mann-Dive oder was? Das ist ja einfach nur geil, ey. Ne? Kommst du wahrscheinlich einfach raus, ne? Wo dein Emote ist, du kleines.
So. Ist nämlich nicht mehr viel mit Emote, ne? Wenn man viermal dive wird. Solo Queue ist einfach beautiful. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Dankeschön. Wenn ihr einen AD Carry schildet und der Damage bekommt, der das Schild nicht übersteigt, geht er trotzdem Base. Sehr empfehlenswert. Ist bei Jenna auch so. Oder bei Ivan. Schade. Kleine Randnotiz. Was macht Hail of Blades besser als Fleet Footwork? In dem Fleet Footwork hätte ich den gerade nicht getötet. 100% nicht. Was soll das? Trotzdem schönen Tag. Sind schon OP, oder? Ist schon OP? Vielleicht ist schon OP. Ist schon OP? Sind schon OP, oder? Vielleicht ist schon OP. So, Blades OP. Ich bin mir sicherlich die ganzen. Also, ich hätte wahrscheinlich keinen dieser Kills gemacht, wenn ich Fleet Footwork gespielt hätte. Das kann ich schon mal vorschuss sagen. So, mal testen. Vielleicht mal auf dem Main testen oder so. Die Sache, Jhin wird wahrscheinlich immer balanced sein, weil einfach die Meta scheiße ist für ihn. Das war nice. Da ist Granate eingeschlagen, das ist mit meinem Hit, ne? Das war sehr gut. Guter Flash. Gute Axt. Sehr gut. Hallo. Hey. Also ganz klar. War Brücke nicht platt? Sag mal, erstmal musst du deine Muchelsprache da ausmachen. Und zum anderen werde ich ja wohl aus Platin rauskommen, wenn ich AD Carry spiele, du kleiner Strichjunge. Und auf Blitz gibt einfach 60 AD. Dann müssen 60 AD sind ja jetzt nicht. Also, 60 AD sind 60 AD erstmal streng genommen, aber 60 AD sind dann bei Jhin auch immer nochmal ein bisschen anders zu bewerten, ne? Aber ist gut. Also ist echt gut. Wenn ich 60 AD dazu bekomme, ist das gut. Sehr gut sogar. Ha! Den Flash habe ich geschafft, ne? Aber schön. Oh, du Sau! Hallo! Also 80 AD tatsächlich, ne? Ich habe 80 AD davon. Insane. Könnt ihr einfach mir Sachen lassen? Ich mach doch hier wirklich meine. Ich carry doch wirklich hart, oder nicht? Wollt ihr mir nicht einfach Sachen überlassen? Dann ich Jhin-Gott. Bin ein sehr guter Jhin-Spieler, würde ich sagen, ja. Aber actually ich muss auch sagen, dass ich das mal unbedingt spielen muss auf dem Main. Dieses Hail of Blades-Ding. Das ist ja absolut insane. Fühlt sich richtig, richtig stark an. Also richtig stark. Ich würde zum Beispiel die Nami hätte ich nicht gekämpft mit Fleet Footwork. Ich bin mir sehr sicher. Ich hätte von den 11 Kills, die ich gemacht habe, hätte ich, wie viel sagen wir? 5 nicht gemacht mit Fleet Footwork. Wolltet ihr eigentlich immer Armor Pension spielen? Warum spiele ich jetzt auch Crit-Jhin? What's happening with me? Das ist ja gar nicht clever. Of course. Bloodline ist super wichtig. Also Bloodline müsst ihr spielen. Fleet Footwork oder ich glaube auch, eigentlich müsst ihr Fleet Footwork auch spielen. Aber Bloodline ist zwingend. Ihr könnt keine andere Mastery spielen auf ihn. Ist 100% Pflicht. Komm. Sich. Warum auch mit Legend Blattern? Weil du dann, dein 1v1 wird einfach sehr viel stärker. Zeigt dir mal, man sieht angezeigt, wie viel Leben man geleistet hat, oder? Wie viel Leben man wiederbekommen hat, oder? Sieht man nicht, ne? Ne, man sieht nur die Prozente, das ist natürlich nicht schön. Du reckst damit einfach extrem viel, ne? Also es ist wirklich einfach insane. Du kannst auch Attack Speed nehmen für Full Damage, so. Ich denke, wenn du Double Damage gehst, ist auch okay. Aber Bloodline ist so gut, weil du in einen Zustand kommst. Wenn du fett bist mit Jhin, kommst du in einen Zustand, wo du halt aus einem Champion, der sehr schlecht duellieren kann, einen Champion machst, der sehr, sehr, sehr gut duellieren kann. Einfach nur, weil er Lifesteal hat. Und das ist eigentlich ganz gut. Also, ganz oft hast du den, nicht ganz oft, aber du hast ab und zu den Fall, dass du so viel Lifesteal generierst, dass du nicht mehr sterben kannst. So. Also gegen Sion zum Beispiel kann ich nicht sterben, von Yvonne, weißt du? Oh mein Gott, ich bin schon wieder reingedodged, ey. Da bin ich nicht reingedodged, aber ich bin schon schlecht. Schön. Und auch abgesehen davon wollt ihr auch Lifesteal haben halt. BT ist nicht unbedingt eure Main-Prio.
nicht so spielen würde, vielleicht Zelda sogar, vielleicht? Nein, das ist normal. Das ist ja normal, also, das ist der normale Unterschied zwischen einem Diamond-Spieler und einem, ich bin Master. Aber ich bin eigentlich, ich glaube, ich bin realistisch gesehen nicht ein Grandmaster-Spieler. Und wenn wir Competitive Only nehmen, bin ich sogar Challenger, aber darum geht's nicht. I'm losing ground.